Ganz herzlich zum Sächsischen Gemeindebibeltag 2023 hier in Glauchau. Wir, das sind Sören Lange, Pfarrer in Merane. Und Juliane Giesecke aus Hertensdorf. Und wir dürfen euch durch diesen Tag begleiten. Heilsam, das ist ja das Thema für diesen ganzen Tag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gefällt dieses Thema richtig gut. Heilsam, das klingt schon bemerkenswert, oder? Und oft merkt man, was ist nicht heilsam? Das merkt man auch sofort. Zum Beispiel, dass heute die Band fehlt, die eigentlich aus Israel käme, aber sie kann nicht. Wegen des Massakers, was dort der Fall ist. Es ist nicht heilsam. Und dafür werden wir heute auch noch beten und daran denken, das werden wir tun. Froh bin ich darüber, dass es heilsame Momente gibt. Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist, ob du Menschen getroffen hast, die du einfach lange nicht gesehen hast, wo du sie herzlich begrüßt hast, sie umarmt, ein gutes Wort, ein lieber Blick. Und das ist so heilsam. Das ist das eine. Und dann bin ich froh, dass es diesen einen gibt, von dem alles heil kommt. Jesus Christus, er ist der Heiland. Und in seinem Namen sind wir heute hier zusammen und feiern diesen Tag. Was erwartet uns heute? Vielleicht habt ihr das Programm schon gelesen. 3 Bibelarbeiten und eine Predigt. Das ist richtig viel. Und ich hoffe, alle sind auch soweit aufnahmebereit. Wir haben dafür gebetet, dass du aufnahmebereit bist. Und es ist auch ein Geschenk, dass wir das heute so konzentriert haben. 3 Bibelarbeiten und eine Predigt, und der rote Faden ist immer dieses eine Wort heilsam, Gottes Heil, was uns begegnet. Ich begrüße mit euch ganz herzlich jetzt Dr. Heinrich Christian Rust. Schön, dass du da bist und dass du dir für uns und den Gemeindebibeltag jetzt Zeit nimmst, um mit uns gemeinsam der Frage nachzugehen, was ist das Heil? Heinrich, du bist, und jetzt muss ich ablesen, denn es ist eine ganze lange Liste, Theologe, Vater, Buchautor, Ehemann, Dozent, Beirat des Christlichen Gesundheitskongresses, warst einmal Jugendpastor, bist ein geistlicher Mann und engagierst dich im ökumenischen Dialog und gehst gern der Frage nach der Eschatologie nach. Das sind alles Fragen und Fakten, die man googeln kann. Kannst du uns auch 3 Dinge verraten, die wir im Internet wahrscheinlich nicht über dich finden? Ja, erstens, ich bin ein Mensch und ich mag kein Sushi. Das sind erst 2. Mhm. Da braucht es noch einen Fakt. Ja. Hast du noch einen, was man noch 3 finden Fakten? Kann? Ja. Ich segel gerne, wenn es noch geht. Vielen Dank. Das wievielte Mal bist du denn beim Gemeindebibeltag dabei? Ich weiß es nicht genau. Wir haben gerätselt. Ich glaube, entweder das 2. oder das 3. Mal. Jetzt kommt eine Frage, da hast du mir im Vorgespräch extra gesagt, die darf ich stellen, auf die wäre ich gar nicht gekommen oder hätte sie mir wahrscheinlich nicht getraut zu fragen. Heute ist das Thema ja Heilsein und die Frage nach dem Heil wollen wir nachgehen. Nun haben wir gesehen, als du auf die Bühne kamst, körperliches Heil und Heilsein geht manchmal auseinander und die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie kriegt man das zusammen, wenn vielleicht körperliche Beeinträchtigungen dazukommen und die Frage nach dem Heil aber dennoch ganz groß ist? Ja, also ich habe mich lange damit befasst, schon länger, und ich habe gedacht, ich werde so lange für Kranke beten, wie es irgend geht, um Heilung. Weil ich denke, das ist keine Empfehlung des Herrn, sondern ein Auftrag. Und dann habe ich gedacht, je kranker ich einmal werde und je schwächer, umso intensiver werde ich dafür beten. Und so mache ich es auch für mich persönlich,
Aber ich lebe in der Spannung, ja. Und es ist nicht langweilig. Vielen Dank für die Ehrlichkeit an der Stelle. Nun bewegt dich das Thema Heil ja schon eine ganze Weile. Selbst deine Dissertation hast du über das Thema Heil mit dem Fokus auf die Kindheit geschrieben. Kannst du uns sagen, wie das Thema Heil dich durch dein Leben bis jetzt geführt, begleitet und vielleicht auch herausgefordert hat? Naja, jeder, der die Bibel liest, kriegt eine Ahnung davon, wie das Reich Gottes ist. Wie das ist, wenn Jesus gegenwärtig ist. Und das hat viele Dimensionen im persönlichen Leben, aber auch im Miteinander, in den Beziehungen und in dieser Welt. Das heißt, ich habe mir das Thema nicht gesucht, sondern das Thema springt jeden an, der die Bibel liest. Da freue ich mich jetzt ganz besonders darauf und bin gespannt, was mich, was uns in deiner Bibelarbeit jetzt anspringen und vielleicht auch den Tag über und darüber hinaus noch nachgehen wird. Ich wünsche dir Gottes Segen für diese Bibelarbeit. Vielen Dank, dass du da bist. Ich danke dir herzlich. Ich muss mich auch erst dran gewöhnen, dass die Kanzel so ist, aber es geht. Dass ich sitze, ist biblisch, weil ich gleich versuche zu lehren. Zumindest heißt es in der Schrift, in Anknüpfung des, was die Rabbiner getan haben, sie setzten sich, der Herr Jesus setzte sich und begann zu lehren, Bergpredigt. Ja. Also, Scherz beiseite, ich brauche den Stuhl, damit ich nicht umfalle. Was ist Heil? Was sind das für Zeiten, in denen wir leben heute? Zeiten des Machtwahns der Menschen, die wie eine erdrückende Last sich auf mich legen wollen. Bilder von enthaupteten Menschen, zerstörte Städte, atomare Aufrüstung, unsagbare Ungerechtigkeit, angstwürdende Menschen, Migrationsbewegungen weltweit, national-egoistische Protektionen, ohnmächtige Parlamente. Nun, die depressionsauslösenden Worte könnte ich weiter ausführen. Das heißt, es sind globale Erschütterungen, Zeiten des radikalen Umbruchs, des Aufbruchs, vielleicht auch sind es auch Zeiten der Mahnung, des Zerbruchs oder des Untergangs. Als Papst Franziskus in sein Fach als Papst eingeführt wurde, wurde er interviewt von einem Journalisten der Süddeutschen Zeitung. Und er hat ähnliche Herausforderungen damals aufgezählt, wie denn er mit den ganzen Veränderungen in diesem Jahrhundert umgehen wolle. Und dann hat der Papst ihn korrigiert und sagte, wir erleben nicht nur Veränderungen in diesem Zeitalter, sondern wir erleben die Veränderung eines gesamten Zeitalters. Nun, weniger populär ist es, wenn man heute von Transformation spricht. Das sind also nicht nur Reformationchen, sage ich mal so, sondern ein paar Erneuerungen, ein paar Änderungen. Sondern es bedeutet radikales, substanzielles Nachdenken, wie wir überhaupt auf dieser Erde weiterleben wollen und können. Nun, wie reagiere ich darauf? Das sind wohl sehr, sehr massive, komplexe Anfragen an uns, an unseren Glauben, an uns als Gemeinde. Bin ich bereit, bist du bereit, Verantwortung darüber zu geben, was die Essenz deiner Hoffnung ist in Christus? Worauf vertraust du in diesen Zeiten? Wie viel Vertrauen und positive Hoffnung strahlt aus dir heraus? Nun, das ist eine grundsätzliche Frage. Oder sind wir apathisch, sprachlos? Flüchten wir uns aus dieser Welt heraus in die Sachsenlandhalle, hätte ich fast gesagt. Nein. Möglichst in Höhlen, wo man uns nicht findet, so ungefähr, hat es alles schon gegeben. Man nennt es heute Eskapismus, ein Flüchtlingsverhalten. Man sondert sich ab.
Hat Gott sich womöglich selbst von uns abgewandt, von unserem Land, von dieser Erde? Zieht er sich zurück, weil er es mit uns nicht mehr aushalten kann? Was meinen wir, wenn wir beten, dein Reich komme wie im Himmel, so auf der Erde? Was erwartest du denn da? Dass es immer schlimmer wird oder immer besser wird? Was ist deine Grundeinstellung? Nun, zugegeben, das ist herausfordernd. Das sind komplexe Fragestellungen. Sie sind hochaktuell, aber sie sind nicht neu. Und jeder, der die Bibel liest, wird das wissen. Man muss ja nicht beim Buch Hiob anfangen, da ist es ganz klar. Aber bei vielen, vielen Geschichten und Begebenheiten und historischen Tatsachen, die wir in der Bibel lesen, oder wir haben eben vom Volk Israel das gehört, es gibt starke Erschütterungen unseres Glaubens, unseres Vertrauens. Wo wir sagen, Gott, wo bist du denn in dieser Zeit? Warum haust du nicht mehr richtig rein? Warum zeigst du dich nicht mal? Hat Gott sich womöglich wirklich abgewandt? Wie ist es und wie steht es um die Substanz meines Vertrauens zu Gott? Wie ist das, wenn ich mit Krankheit konfrontiert werde? Wie ist es, wenn liebgewordene Menschen, junge Menschen um mich herum sterben? Wie ist es, wenn ich alles verliere? Wie ist es, wenn meine Psyche Risse bekommt? Wenn ich nicht mehr das denken kann, was ich denken will? Wenn tragende Systeme dieses Lebens wegbrechen? Wie ist das mit meinem Glauben dann? Die biblischen Texte zeigen in ungeschminkter Klarheit, wie verzweifelt Menschen werden können, wenn sie den Glauben verlieren, ungewollt oder auch ganz bewusst. Gleichfalls zeigen die biblischen Texte mit aller Klarheit und Deutlichkeit, dass Gott in dem tiefsten Leiden, im Kreuzesgeschehen auf Golgatha, immer noch gegenwärtig ist. Er selbst ist unser Heil. Und er hat Wohlgefallen daran, uns nah zu sein. Das Heil hat einen Namen. Jeschua, wir haben es vorhin schon mal gehört. Jeschua heißt Gott rettet. So heißt es in einem Bibeltext, Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, es ist kein anderer Name unter den Himmeln, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Ich weiß nicht, ist das eingeblendet, dieser Vers? Nein, ne? Trotzdem ist er gut. Ja. Ich lese ihn nochmal. In keinem anderen ist das Heil. Es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Das ist wie ein Paukenschlag. Was bedeutet nun Heil? Es ist mir eine Freude, dass wir heute einen sächsischen Gemeindebibeltag haben. Man könnte ja auch sagen, macht nun Gemeindetag oder ein Glaubenstag oder Lobpreis-Event oder was weiß ich, ein Bibeltag. Es ist mir eine Freude, denn das Wort Gottes ist lebendig. Zuweilen neigen wir Christen dazu, das Wort Gottes auch verhältnismäßig einseitig wahrzunehmen. Es hat eine Größe, eine Tiefe, eine Länge, eine Breite, eine Weite, eine Höhe, um Epheserbrief zu zitieren. Was im Evangelium von Christus liegt, wird kein Mensch auf dieser Welt bis zum Ende erforschen. Es bleiben Dinge, die wir nicht mit unserer Ratio, mit unserem Verstand nachvollziehen und erklären können. Und trotzdem, wenn wir es nicht begreifen, so sind wir doch ergriffen. Und dann passiert das, dass wir vielleicht untereinander uns Rechthabereien gönnen. Ich habe aber recht. Die Bibel sagt. Und der andere sagt, die Bibel sagt aber das auch. Ja, die Bibel sagt aber auch das und die Bibel sagt das und das und das und das. Und schon gründen wir vielleicht schnell mal eine neue Gemeinde, weil es dann einfacher ist, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Das ist aber schwierig, weil dann wieder die Bibel sagt das, 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 trennt man sich immer wieder. Es gibt, soweit ich weiß, inzwischen weltweit über 41.000 christliche Konfessionen. Also nicht nur katholisch und orthodox und evangelisch.
wie hält Gott das aus, wenn seine Kinder sich ständig trennen, weil sie meinen, Herr, ich aber habe Recht. Wenn wir uns vervielfältigen, das wäre schon gut. Ja. An der Unterschiedlichkeit von uns hat Gott kein Problem. Denken wir von der Schöpfungstheologie, Gott hat die Arten erfunden, die Artenvielfalt in der Schöpfung. Da kann er auch mit 41.000 Konfessionen aushalten, sage ich mal. Das Problem ist, dass wir nicht eins sind. Dass wir das, was uns eint in Christus, zu wenig im Herzen haben. Und das kann nur behoben werden, indem wir gemeinsam neu die Bibel lesen. Einige wissen, ich unterrichte noch an Hochschulen und Ausbildungsstätten theologischen, besonders Spiritualität und Grundfundamentaltheologie. Und da ist es mir so wichtig, dass man gemeinsam in der Bibel liest und nicht nur Verse rausnimmt. Die meisten Häresien und Spaltungen entstehen nicht, weil die Menschen die Bibel ablehnen, sondern weil sie einzelne Aussagen der Bibel überhöhen und andere ignorieren. Und schon hat man wieder eine neue Konfession. Nun, im Himmel werden wir uns das verständigen und sehen, was wirklich ist. Wie wir das im 1. Korintherbrief heißen, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, sie ist fragmentarisch. Aber einmal werden wir erkennen, wie wir selber schon von Gott erkannt sind. Deshalb lade ich uns ein, falls jemand bei dem Gemeindebibeltag hier in Sachsen seine Bibel mitgebracht hat, sie einmal hervorzuholen. Wenn sie elektronisch ist, ist es auch nicht schlimm. So. Und was ich in den Unterrichten mache, dann erheben wir uns, nehmen die Bibel, auch wenn sie nicht dabei hast, mach das mal mit. Ja, man schläft nicht ein. Gut. Schlagen Sie mal willkürlich auf. Wenn du so eine schöne hast wie ich, das ist keine billige Hemdbibel, die müsste größer sein, aber so, dann heben wir sie hoch und halten sie hoch. Ja. Und dann bekennen wir gemeinsam, dieses ist das lebendige Wort Gottes. Bitte? Davon leben wir. Amen. So, das ist schon mal wesentlich. Wir sehen wieder Platz. Und nun möchte ich uns dieses Wort lesen. Das Wort Gottes ist also lebendig. Es ist nicht Objekt meiner Betrachtung. Das in zweiter Linie. In erster Linie ist es ein handelndes Gegenüber, ein Subjekt. Es ist lebendig. Es ist gar nicht so entscheidend, was du mit der Bibel machst, sondern was die Bibel, das biblische Wort mit dir macht. Es verändert, es transformiert. Es ist wie eine Lebensquelle in uns. Mein Ohr fällt gerade ab. Nee, das ist der Lautsprecher. Ich lese uns jetzt einen Text, der sehr markant ist. Was dort geschildert ist, hat eine Erweckung ausgelöst. Es war schon erwecklich, als Petrus Pfingsten gepredigt hat. Da haben sich laut Schätzung von Lukas, Apostelgeschichte 2, etwa 3000 Menschen an einem Tag bekehrt. Das ist schon eine Nummer. Also ich weiß nicht, wie viele hier drin sind, aber vielleicht doppelt so viel. Ja. Weil man die alle taufen muss, als Baptist ist man schon, braucht man anschließend Physiotherapie. Ja. Wie auch immer. Also, hier haben sich 5000 Männer bekehrt an einem Tag aufgrund eines Ereignisses. Und dieses Ereignis lesen wir mal. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 1 bis 21, ein langer Text. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebetes, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Sieh uns an. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht,
Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoreas, geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße, seine Knöchel stark. Er sprang auf und konnte gehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihm umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der am Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief die ganze Volk voller Erstaunen zu ihm zusammen in der Säulenhalle, die Salomons Halle genannt wird. Und als Petrus sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus einer eigenen Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, er hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr hier seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwesenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat es so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten, woher eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeichen der Erquickung, griechisch Anaphysis, kommen vom Himmel, vom Angesicht des Herrn, und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, Apokatastasis, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Was können wir aus diesem biblischen Zeugnis lernen? Was fragen wir? Was ist Heil? Also hier ist ein Begriff genannt Anaphysis. Ich brauche eine neue Lebenskraft, eine Erneuerung der Lebenskraft. Wenn wir also um Heilung beten, und ich habe viel für Heilung gebetet, und Menschen empfangen eine neue Lebenskraft, meinetwegen körperlich, psychisch oder eine Wiederherstellung, die Dinge ordnen sich im Sinne des Heils, dann freut man sich, das ist eine neue Kraft, eine Zeit der Erquickung, ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Das Heil ist jedoch nicht nur individuell, nicht allein auf die Gewinnung der persönlichen Lebenskraft ausgerichtet, sondern auf alle Beziehungen. Wenn wir etwa nachfragen, wie die Weltgesundheitsorganisation Wohl oder Gesundheit definiert, so hat man am Anfang das erstmal körperlich gedacht und physisch, psychisch. Und dann hat man vielleicht die Beziehungen noch mit reingenommen, die sozialen Beziehungen. Und unsere Freunde in Afrika und Asien haben darauf gedrungen, dass die Definition der Weltgesundheitsorganisation durch eine spirituelle Dimension ergänzt wird. Also gesund ist ein Mensch in vier Dimensionen. Das ist also körperlich, psychisch oder mental, der innere Mensch, dann in seinen Beziehungen und in seiner Gottesbeziehung. Diese vier Dimensionen, man kann fast an ein Kreuz denken, gehören zusammen, wenn es um Heil und Wohl geht. Um diese familiären und soziale Heilung geht es beim Heil ebenso. Das müssen wir festhalten. Es geht nicht nur um mein individuelles Heilwerden. Es geht um das Heilwerden auch der Menschen, mit denen ich zusammen bin. Das hebräische Wort Shalom bezeichnet im Alten Testament Heil und Frieden. Ich zitiere einmal
Das ist ein Wort von Rolf Schäfbruch aus dem biblischen Wörterbuch von Brockhaus. Er schreibt, Shalom ist der ungestörte, geordnete, heile Zustand. Das ist Harmonie, Wohlergehen, Glück, Sicherheit und Friede. Unser deutsches Wort Friede erfasst also nur einen kleinen Einzelaspekt des Heils, der ungestörten Ordnung. Das hebräische Alte Testament kennt für Heil noch ein anderes Wort, Jeshua, von dem der Name Jesus abgeleitet ist. Es bedeutet Hilfe, Rettung. Jesus ist der, der sein Volk retten wird und von ihren Sünden befreit. Er überbrückt die Kluft zwischen Gott und Menschen. Zitat Ende, Rolf Schäfbruch. Also schon im Alten Testament wird der Messias angekündigt, der Heiland. Dieses schöne deutsche Wort ist wirklich fast nirgendwo wiederzufinden. Ja? Heiland bringt es genau auf den Punkt. Unser Heiland ist der Heilsstifter, er ist der Grund alles Heils. Es gibt kein Heil ohne ihn. So bekennen wir mit den neutestamentlichen Worten, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht gemacht sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus. Christus ist unser Friede, er ist unser Heil, heißt es im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 14. Auch die Apostel, die das erlebt haben, weisen in dem anschließenden anstrengenden Dialog mit den Gelehrten der damaligen Zeit darauf hin, dass es in keinem anderen Namen als in Jesus Heil gibt. Nun ist die Frage, wie stark muss man sich annähern an Gott, dass man an das Heil kommt? Kann man das verhindern, dass Gott einem wohlgesonnen ist? Wenn Gott Liebe ist, können wir Menschen durch unser Verhalten sein Wesen ändern? Wird er dann lieblos? Was meinst du? Ich persönlich habe die Bibel so weit verstanden, dass Gott in seinem Wesen Kontinuität hat. Gott ist nicht nur lieb, er ist Liebe, er ist Gerechtigkeit, er ist Friede, er ist das Heil. Trotzdem ist die Frage, wie nähert man sich ihm an? Wir brauchen in dieser Zeit nicht nur eine Anaphysis, dass du hier bist in der Sachsenlandhalle und hoffentlich heute viele gestärkt wieder rausgehen und sagen, ja, ich habe Heilung erlebt, ich habe die Berührung Gottes erlebt. Sondern wir würden uns doch wünschen, dass es in unserem Land anders wird, dass es in dieser Welt anders wird. Shalom und Heil hat immer eine kosmische Dimension geradezu. Wir brauchen also auch die Wiederherstellung aller Dinge, dass Gott wieder es so macht, wie es in der Schöpfung war, oder die Wiederherstellung aller Dinge, wie es in der ganz großen neuen Schöpfung wird. Gerade diese Heilsdimension auf Erde ist häufig durch die persönlichen Heilsdimensionen abgelöst worden. Christus ist nicht nur für die Christen gestorben. Definitiv nicht. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt getragen hat. Kolosser 1, er hat sein Blut für alles vergossen. Timotheus, Thessalonicher Brief etwa, Timotheus auch und viele andere. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus bringt es auf den Punkt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, habt ihr überhaupt nichts begriffen von dem Gott, den ich euch bringe. Das machen die Heiden auch. Liebt eure Feinde. Das ist ein schwieriges Wort, der Bergpredigt. Die Liebe Gottes ist nicht abhängig von unseren Positionen, die wir einnehmen. Entweder ist sie ausgeschüttet in unser Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5, oder wir machen einen auf lieb Mensch, auf gut Mensch. Es geht um diese Kraft. Nun, viele Menschen unserer Zeit, auch wache Wissenschaftler,
betonen inzwischen ziemlich klar und deutlich, auch in den anderen Fakultäten, also nicht nur Theologen, dass wir die Rechnung in der modernen, sogenannten Moderne, zu viel ohne Gott machen. Ich will mal ein paar Namen nennen. Max Planck, Albert Einstein haben darauf hingewiesen, dass es einen intelligenten Geist als Urgrund der Materie geben muss. Das muss man erst mal hören. Ja? Oder Soziologen, Philosophen, Martin Heidegger etwa, Hans Joas oder der Berliner Harald Welzer, verweisen auf die Metaphysik, auf das Heilige, das unerlässlich ist. Oder Welzer, auf das Gottesbewusstsein des Menschen. Ein Soziologe. Er sagt, ich bin kein Christ, aber wir haben diese ganze spirituelle Dimension ausgelassen. Wenn wir sagen, wir vertrauen auf die Uni, wir vertrauen auf die Parlamente, die sollen das alles regeln. Nein, Gott muss neu rein in diese Welt. Und er will durch uns Christen reinkommen. Wir sind Licht und Salz der Erde. Ja. Die sollen Freude und Appetit auf den Himmel bekommen und in seinem Geist, in seiner Kraft gestalten. Was dürfen wir von Gott erwarten? Nochmal, wie nah muss ein Mensch an Gott heranrücken, dass Gott ihn berührt? Was meinst du? Und hier ist nämlich diese Geschichte sehr, sehr ausschlaggebend. Wenn wir den Tempel der damaligen Zeit, den herodianischen Tempel vor Augen malen, dann gibt es dort unterschiedliche Annäherungssysteme. Es gibt zunächst den großen Vorhof, oder wo jeder hineinkommt. Auch die Heiden dürfen da hinein. Also man durfte da sein und konnte ein bisschen schnuppern, wie es ist, wenn Gott gegenwärtig ist. Dann gab es den eigentlichen inneren Vorhof. Da durften nur die frommen Juden rein, die es wirklich ernst meinten. Dann gab es den eigentlichen Tempel, das Tempelinnere, und da wurde geopfert, und dann gab es das Allerheiligste. Da durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr rein. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang und all diese Barrieren wurden aufgelöst. Nun, dieser Text betont, dass der Gelähmte an der schönen Pforte saß. Man nimmt an, dass die zwischen dem ersten und dem zweiten Vorhof war. Denn in jüdischer Zeit damals durften Kranke, Körperbehinderte nicht in den Tempel. Das war irgendwie was Unreines oder was Sündiges. Das passt nicht zu Gott. Nun, heute sind wir anders unterwegs. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, eine Gemeinde ohne Behinderte ist behindert. Da fehlt was. Sind in unserer Gemeinde nur fitte und heile Menschen? Psychisch total intakt, angstfrei bis in die Haarspitzen? Ich glaube nicht. Wie kommen wir auf solche Gedanken? Nun, er saß offensichtlich dort und bat Almosen. Er durfte da sein, zwischen dem ersten und zweiten Vorhof, an der sogenannten schönen Pforte. Haben wir das genau gehört? Jesus schert sich offenbar nicht um diese Einstellung von Distanzvorschriften. Er sieht die Bedürftigkeit des Menschen, des Einzelnen. Er greift ein in das gelähmte Dasein dieses Menschen, der dort vor dem Tempel sitzt. Dein Platz ist nicht vor dem Tempel, am Rand der Gemeinde, sondern im Herzen Gottes. Aber haben wir die Predigt des Petrus auch gehört? Es geht um Anaphysis, Zeiten der Wiederherstellung der Kraft. Und trotzdem sagt er, wenn er im Namen Jesu handelt, er zieht ihn sozusagen hoch, aber er sagt auch, steh auf. Du hast also auch einen Anteil daran. Ich muss mal zur Uhr gucken. Habt ihr so einen Timer hier, der sagt, hör auf, hör auf? Ich brauche sowas, sonst rede ich bis heute Nacht. Also es wäre mir eine Hilfe, wenn er es macht. Ja? Gut. Zeiten der Erquickung für den Menschen, was heißt das im Klartext? So tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn.
Also es gilt auch, dass wir einwilligen in das Handeln Gottes. Dass wir nicht nur sagen, ich leide, ich fühle mich am Rand, ich bin nicht mehr da, ich werde weggedrückt, ich habe keine Kraft mehr, ich hänge nur noch rum an der schönen Pforte. Gib mir ein bisschen was ab. Komm aus dieser Situation raus, mach ein Umdenken, eine wirkliche Buße. Gib dich nicht auf. Steh auf. Denke um. Gott hat Möglichkeiten in deinem Leben, die kennst du gar nicht. Arrangier dich nicht damit, dass du da rumhängst und von dem Rest lebst, was dir noch bleibt. Gott hat Dimensionen in deinem Leben, die sind viel größer. Und das spricht er hinzu, das ist einmal Buße, dass wir nicht blind sind in Bezug, ich muss dies hier drehen. Dieses Ohr ist größer als das, schätze ich. Nun, wie auch immer. Also, dass jemand, der sich aufgegeben hat, in dem Moment, wo du dich aufgibst, gilt es, Buße zu tun. Buße heißt, ich arrangiere mich nicht mehr mit diesem Zustand. Ich brauche Gott, und zwar mit aller Kraft. Ich kann nicht mehr alleine leben, jetzt durch meine Lähmungen und so weiter. Das kann ich nachbuchstabieren, körperlich. Ich kann es nachbuchstabieren als Prediger, als Pastor. Ich habe nichts zu sagen, nur dumme Klugheiten. Das interessiert keinen Menschen. Es braucht Kraft Gottes. Und das ist mit dem Namen Jesus verbunden. Steh auf, denk um. Betrachte dein Christsein nicht als Verzierung deines Lebens, als Luxus. Christus ist alles, was du brauchst. Er ist die Mitte. Steh auf. Auch wenn du krank bist, wenn du gelähmt bist, du bist ein geliebtes Kind. Und das ist wirklich so. Man hat mich gefragt, wie ich empfinde, wenn ich krank werde. Der Christus in mir ist nicht krank. Ich werde dann nachher in der Predigt noch was zu sagen. Ja? Er ist lebendig. Er ist bei mir Tag und Nacht. Er stärkt mich im inneren und äußeren Menschen. Er gibt mir eine Hoffnung. Steh auf und geh. Nun, steh auf, geh, tu Buße, kehre um zu diesem Gott. Wenn Sünde da ist in deinem Leben, bring sie zum Herrn. Wenn Sünde zu vergeben ist. Und das ist sie. Und der Kern der Sünde ist nicht etwa das Böse, was angeblich das Böse alles ist, ist, dass du dein Leben ohne Gott lebst. Das ist das Sündenfeld, wo du sagst, ich komme ohne ihn aus. Heute ist eine Wendezeit, eine wirkliche Wendezeit, und zwar nicht nur für laue Christen, sondern es ist eine Wendezeit für unser ganzes Volk. Für diese Welt. Ich komme zu einem zweiten Punkt noch. Die Zeiten der Vollmacht für die Gemeinde Jesu. Apostelgeschichte 3, Vers 6. Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen des Nazareas. Geh umher. Mit Jesus Christus ist eine Zeit angebrochen, wo die Kraft Gottes auch erfahren wird. Wo die Kraft Gottes erfahren wird. Karl Rahner, ein katholischer Theologe, von dem ich viel lernen durfte, hat einmal gesagt, der Fromme der Zukunft von morgen, das ist ein Mensch, der Gott erfährt. Ein Mensch der Mystik, hat er gesagt. Der das mit Gott erfährt. Oder er ist nicht mehr. Die Leute interessieren unsere Dogmen nicht, unsere Richtigkeiten. Die Frage ist, was geht von deinem Leben für eine Kraft aus? Du sagst, ja, ich bin schwach, ich bin schon so alt. Ja. Je rissiger dein Leben ist, je zerbrochener ist, aus diesen Rissen strahlt die Herrlichkeit Gottes heraus, wenn er in dir lebt. Das ist der Punkt. Kapier das doch.
Die Kraft Gottes, die Kirche der Zukunft ist eine Kirche, die aus der Kraft Gottes existiert. Wir haben so viele Reformprozesse in den unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden. Reformen und Strukturen, Gemeinden werden hin zusammengelegt, als wäre das die Lösung. Die Lösungen sind auch nicht große, illusorische Vorstellungen von Theologie. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes wird es überhaupt nicht laufen. Und deshalb brauchen wir diese Kraft. Jetzt, Herr, sieh die Drohung, so hat die Gemeinde gebetet, an und verleih deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Markus berichtet, wie der Auferstandene seine Jünger segnet, aussendet. Und dann berichtet er, es werden Zeichen und Wunder folgen, wenn mein Name und das Evangelium verkündigt wird. Meinst du, das sei einfach nur so eine überflüssige Floskel? Manche schlauen Theologen sagen, das ist spät, das hat die junge Gemeinde hinzugeführt. Doch wenn sie es dazu geführt hat, hat sie sich so spät erinnert an Jesus, sage ich mal so. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ein Drittel aller Evangelientexte berichten von solchen Zeichen und Wundern. Wir sagen, ja, wir haben die Heilige Schrift, wir brauchen keine Zeichen und Wunder mehr. Wie kommen wir auf diese Idee? Gott will Zeichen seiner Kraft in unseren Kirchen setzen, ob sie, egal welche Konfession sie sind. Menschen, die sich an Jesus halten sollten, das erwarten und erbitten von Gott, dass ein neues Pfingsten wirkt, meinetwegen in uns. Dann sagen einige, ja, dann geht es ja alles drunter und drüber. Nein, der Geist Gottes ordnet. Er bringt Substanz in mein Leben, in unsere Gemeinden. Hallo, ich bin's. Diese Gewissheit zeigt sich in der Bevollmächtigung. Gott steht zu diesem Namen, zu dem Namen Jesu Christi. Einige denken, ich bin ein Charismatiker, sie haben recht. Ich glaube, dass die Kirche der Zukunft ohne die Charismen nicht auskommt. Es sind Kraftwirkungen Gottes. Nicht jeder, der gerne redet, hat die Gabe der Lehre. Ja. Nicht jeder, der auch mal barmherzig ist, hat die Gabe der Barmherzigkeit. Es geht um den Christus in dir, der tätig wird in dieser Gabe. Wenn du in einem Charisma dienst, dann empfängst du Kraft. Es kostet dich keine Kraft. Und wir haben das so problemhaft aufgezogen vielfach. Lass uns doch lockerer daran gehen. Lass uns daran vertrauen, dass Gott uns nicht vergessen hat. Denk um, denk nicht, dass du zum Schluss mit deinen 5 Geschwistern deiner Gemeinde dich in einer Höhle verstickst, bis der Herr Jesus wiederkommt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir wollen Gemeinde der Zukunft sein, Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes. Das Reich Gottes besteht nicht nur in Worten, sondern in Kraft, heißt es dort im 1. Korinther 4, Vers 20. Einen letzten Akzent will ich noch kurz darauf hinweisen. Die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, was ist denn das für ein Ding? Apokatastasis. Was hast du für eine Zukunftserwartung? Ja gut, der Herr Jesus kommt wieder, stimmt's? Ja, ich freue mich jeden Tag drauf. Manchmal gehe ich meiner Frau auf den Wecker, aber ist auch okay. Ja, ich stehe auf und sage, tschakka, ich bin wieder einen Tag näher dran. Ja. Ein Tag näher an der Wiederkunft Jesu. An der Vollendung. Ich freue mich auf den Tag. Und wenn ich durch irgendwelche Sachen krank werde, gut, dann freue ich mich noch mehr. Aber diese Dimension, was passiert denn, wenn Jesus wiederkommt? Was denkst du? Wird das ganze Reich, was hier auf der Erde ist, vernichtet? Pff, weg damit. Das ist eine interessante Fragestellung. Ich gebe zu, da sind die Theologen auch ganz schön unterwegs. Ich möchte uns erinnern an die Passage des tausendjährigen Reiches. Jetzt wird es ganz elegant. Offenbarung, Kapitel 20, Vers 1 bis 6.
Auf einer Konferenz, wo ich dazu gesprochen hatte, sagten mir führende geistliche Leute, das tausendjährige Reich ist doch schon lange gewesen. Zumindest hatte Luther diese Ansicht. Wenn wir schon ihn geehrt haben, wollen wir ihn auch richtig ehren. Also an der Stelle hat er, glaube ich, eine Denkkurve anders genommen als ich. Ja. Er hat gedacht, das tausendjährige Reich wäre angefangen mit dem Konstantinischen Reich, 4. Jahrhundert nach Christus, als das Christentum Staatsreligion war. Das war wirklich eine Sache, die schon etwas kritisch ist. Denn viele Kriege wurden so geführt im Namen Gottes, weil es ja die Gottesreligion war. Unsere Kirchengeschichte macht das deutlich. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Jesus wiederkommt, er alles, was an Reich Gottes in deinem Leben schon geworden ist, in der Kirche, in seinem Volk der Juden, alles, was da geworden ist, das fasst er nochmal zusammen, ja? Und dann gibt es eine Zeit, wo er hier auf der Erde regiert, der Friedefürst. Denn sonst sind die messianischen Erwartungen unserer Judenfreunde, also der Freunde im Judentum, wie sollen sie denn die Jesaja-Texte lesen? Ist doch alles auf der Erde. Also wenn er wiederkommt, kommt diese Zeit, das ist begrenzt von Gott, und dann... Danach übergibt er, heißt es im 1. Korintherbrief, dieses Reich Gott, damit Gott alles in allem ist. Ja, und dann kommt natürlich das große Gericht, darüber freue ich mich auch. Das Gericht ist nicht nur schwierig für die Täter, es ist glücklichmachend für die Opfer. Vergiss das niemals. Das Gericht muss sein. Nun, die Herren dieser Welt, sie gehen, unser Herr kommt. Das ist ein Zitat von Altpräsident Gustav Heinemann. Ich begegnete ihm mal auf einer Konferenz, da war ich noch ein Jugendlicher. Und ich schätzte ihn sehr. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Also Heil bedeutet auch, dass du eine Zukunftssicht für diese Welt hast. Und nicht nur, es geht alles im Feuerball unter, Schluss, wir sitzen in Schott und Asche. Was Gott anfängt, das führt er auch zum Ziel. Und er hat seine Verheißung gegeben, seinem Volk Israel. Er hat uns die ganzen Verheißungen gegeben in der Heiligen Schrift. Dieser Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unser Heiland, Jesus. Amen.